Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Judgment Apocalypse Survival Simulation. Ja, unsere Überlebenden sind hier schon guter Dinge. Die Lucy wühlt hier schön im Müll und sucht nach Vorräten, genauso wie die Brittany. Und ja, wir haben in der letzten Folge hier noch den Auftrag bekommen, eine Kultistenbibliothek zu bauen und die Dämonenursprünge zu erforschen. Und ja, das würde ich jetzt ganz gerne machen, nur leider haben wir ja in dieser Behausung keinen Platz mehr. Von daher müssen wir eine neue Behausung bauen und dafür brauchen wir natürlich Platz. Von daher haben wir hier gleich mal frei, würde ich sagen. Ups. Jetzt wir gleich mal den Stein hier abbauen und den kleinen Wald hier fällen wir auch noch gleich. Brechen wir das in der Zwischenzeit mal ab, damit die das auch alles abarbeiten können und sich ums Wichtige kümmern. Schaut mal hier ein bisschen schneller. Ah ja, unser Gemüse wächst und gedeiht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das machen die toll. Bewässern können wir es nicht, weil es anscheinend, genau, automatisch bewässert haben sie es. Sehr schön. Läuft auch. Schauen wir uns hier mal um. Was haben wir hier eigentlich noch Schönes? Ah, was ist das Schönes? Lehm, okay. Was sind das? Mineralien? Könnten eigentlich auch mal wieder was erforschen, würde ich sagen. Schauen wir mal ins Forschungsmenü. Gehe ich hier auf normalen Speed dabei. Und schauen wir mal, was wir Schönes hier haben. Wir könnten noch weiter in Crafting erforschen, oder? Ah ja, da will man dann ein Sandwich freischalten, anscheinend, genau, Essiggurken und die Eisbox letztendlich, damit unser Essen dann länger haltbar bleibt, nicht so schnell verdirbt. Das wäre schon nicht schlecht, aber ich würde lieber hier... Okay, Water is running out. Water. Das brauchen wir, genau. Water is precious. Conserving water is essential for surviving these dark days. Das ist gewiss nicht schlecht. Dadurch verbrauchen wir 10% weniger Wasser. Auf das werde ich gehen. Erstmal. Dass wir da wirklich weniger Wasser verbrauchen, weil wir haben ja fast kein Wasser mehr. 23 Wasser nur noch. Natürlich können wir es uns hier unten noch zusammensammeln, sage ich mal, aber... Ups, was ist das? Ah, wieder einen Auftrag. Dass wir letztendlich wieder jemanden helfen können, der wieder in Problemen steckt anscheinend. Ja, dann lassen wir uns nicht so viel Zeit wie das letzte Mal. Klicken natürlich umgehend auf die Map und schicken dem gleich mal ein Team hin. Und natürlich die Lucy nehmen wir mit, weil die ja gut im Kampf ist. Und unseren Bogenschützen, den Tom. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Zwei Gegner, beziehungsweise drei Gegner. Ui, unten... Neues Tutorial kommt hier auch noch. There are several factors that affect combat difficulty in Judgment. Okay. Auf der ersten Seite letztendlich steht nichts anderes als wie, dass praktisch je weiter wir im Spiel voranschreiten, umso stärker werden die Gegner und umso höher wird deren Anzahl letztendlich. Also umso schwieriger werden dann die Kämpfe. Und ja, was steht auf der zweiten Seite Schönes? Okay, maybe overhand. Okay. Wir erregen ja Aufmerksamkeit letztendlich gegenüber den Dämonen, wie man an dem schönen Balken hier oben auch schön sehen kann. Das ist ja der Balken, den wir auch in der ersten Folge schon genau inspiziert haben mit den 7 Tagen. Und der Balken letztendlich füllt sich... schneller, je größer unsere Population ist praktisch. Je größer unsere Kolonie ist, umso schneller füllt sich der Balken. Und umso schlechter können wir uns dann praktisch verstecken. Ist ja ganz klar, eine größere Gesellschaft bringst du nicht so leicht unter einen Hut wie, ja, wie eine große. Letztendlich kannst du nicht so gut verstecken. Und ja, dann ist natürlich auch die Chance steigt dann, dass uns der Gegner letztendlich attackiert, raided letztendlich. Und ja, wir können die Aufmerksamkeit letztendlich auch durch die
Forschung bzw. durch Missionen beeinflussen und sollen halt letztendlich verhindern, dass wir nicht zu schnell wachsen, nicht, dass wir den Gegnern nicht mehr Herr werden und ja, dass sie uns überrennen. Also immer ein stetiges Wachstum, wenn nicht gleich so ein krasses Wachstum. Und ja, dann können wir auch schon mit der Mission direkt wieder anfangen. Okay, noch ein Tutorial, auch nicht schlecht. Okay, wir brauchen natürlich dann fortgeschrittene Taktiken, um zu überleben letztendlich, je stärker die Gegner werden. Und ja, das mit der Verteidigung haben wir letztens ja schon gesehen. Das ist letztendlich ja dieses Schild hier. Und je nachdem, wie das Schild letztendlich gefüllt ist, umso stärker bzw. schlechter verteidigen wir uns hinter den ganzen Gegenständen oder suchen Schutz, besser gesagt. Und ja, der Schutz gilt natürlich nicht für Heliatex, also nicht für Nahkampfangriffe. Und was haben wir hier noch schöne? Ranged Attacks suffer penalty when used in melee range, while melee attacks receive bonuses against ranged enemies. Okay, ja, bei Fernkampfangriffen soll man letztendlich schauen, dass wir weit weg davon sind, also nicht in der Nahkampfreichweite, sonst haben wir einen Nachteil, bekommen wir einen Negativ-Buff. Und Nahkämpfer sind aber grundsätzlich stärker gegen Fernkämpfer letztendlich, bekommen dafür einen Bonus. Und ja, wir sollen anscheinend schauen, dass wir den Gegner flankieren, von der Seite bzw. von hinten angreifen, da machen wir mehr Damage und erhöhen natürlich auch die Chance, dass wir den Gegner treffen, weil er sich natürlich nicht auf uns konzentriert. Und unsere Gegner werden diese Strategie auch anwenden. Von daher sollen wir schauen, dass wir es ihnen gleich tun. Das werden wir jetzt gleich mal im Fight versuchen, diese Strategie hier anzuwenden. Möglichst, dass die Lucy sich hier in den Nahkampf stürzt und der Tom eher hinten bleibt mit seinem Bogen. Ich hoffe, dass wir nur ein bisschen ein freies Feld haben für den Fight. Schauen wir hier mal schön rein. Die Mitte. Bisher erkenne ich noch keinen. Da unten? Nee. Auch noch alles ruhiger. Dann geht er mal die Straße entlang. Ja, da endet die Straße. Wo sind sie denn? Verstecken sich vor uns wahrscheinlich. Wissen ganz genau, dass sie keine Chance haben. Nee, schauen wir mal. Wahrscheinlich kommen wir hier gleich ordentlich aufs Maul. Nicht mehr vorstellen. Rächt sich wahrscheinlich gleich. So eine große Klappe hatte. Okay, da ist auch kein Gegner. Dann bleibt nicht mehr viel. Müssen sie hier unten sein. Oh, oh, oh. Ich habe jetzt kurz mal Pause gedrückt, um diese Strategie hier gleich mal anzuwenden. So, die Lucy soll in den Nahkampf gehen und der Tom soll hier gleich mal hinten bleiben. Der soll sich hier hinter die Mülltonne verziehen. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Okay. Na, komm. Okay, das ist noch nicht ganz so toll, weil die Lucy stirbt mir hier fast weg. Ich renne am besten mit der Lucy jetzt hier hin. Den Tom ziehe ich hier rauf, dass er den Gegner dann flankieren kann. So wie wir es ja auch gelernt haben. Ab und zu ist ja Rückzug bekanntlich die beste Möglichkeit. So. Lucy rennt noch einen Schritt. Ah ja, der schießt anscheinend. Ich kann die ablenken. Ja dann, locken wir die hier mal so rum. Komm. Die Lucy ist nämlich nicht mehr so stark. Hat wenig Leben. So, Tom, du mein Lieber, gehst auch mal ein bisschen aus dem Kampf geschehen. Oh oh, oh shit. Okay, wir bekommen noch eine Info. Click on the survivor to see more information about them, such as their skills and traits. Okay, wir können die Überlebenden neue Namen geben. Anscheinend, das haben wir ja letztens schon gesehen in dem Individualisierungsbildschirm. Und ja, Skills bzw. Fähigkeiten haben wir auch schon entdeckt, das ist klar. Traits prove permanent bonuses or penalties such as skills and stat bonuses. Genau, das waren die ganzen Fähigkeiten, wie zum Beispiel hier schön zu sehen, der Farmer. Und ja, Equipment ist auch klar, das haben wir ja schon equipped, von daher. Ah, da hat er einen Bonus. Ihr habt es gesehen an den zwei Pfeilen.
Das ist anscheinend dem sein Bonus. Müssen wir mal schauen. Oh shit, oh shit. Na komm, lass uns in Ruhe an. So. Stell dich da hin. Oh, oh, die Lucy schaut nicht gut aus. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Yes! Geschafft! Sehr schön. Und eine Steamerung geschafft habe ich auch gleich bekommen. So. Buffy has joined your colony. Ein Neuling. Sehr schön. Aber die Lucy darf sich jetzt gleich mal hinlegen. Wo haben wir es denn? Ah, die Buffy ist eine Sie. Was kann die Buffy? Wow, die Buffy ist gut im Kampf. Und was kann sie noch? Okkultistisch. Okay, sie ist ein Kultist oder wie? How fast a survivor generates occult research points and perform rituals. Okay. Die ist also so... Kampfmagierin, Kampfpriesterin anscheinend. So, wo liegt die Lucy? Lucy liegt hier fast im Sterben, oder wie? Wo ist denn die Lucy? Lucy, meine Liebe. Leg dich mal pennen. Oder heil dich mal. Was macht denn die jetzt da? Hm? Was machst du da, Lucy? Ah, die Lucy hat Futter gefasst, deswegen. Water is running out, Flood is running, Food is running out, okay. Dann, mein lieber Tom, lass hier mal die Forschung sein. Was war das für ein Menü? Was habe ich da aufgerufen? Move oder assign Tom to perform experiments. Okay, ja, das macht er sowieso schon, das soll er jetzt mal bleiben lassen. Tom, mein Lieber, lass ihn mal bleiben. So, weg damit. Du, mein Lieber, holst jetzt mal Wasser. Unser Wasserstand ist gefährlich niedrig. So, die Buffy. Die Buffy hat schon die passende Montur an, als Holzfällerin. Hier so ein schönes Holzfällerhemd. Kanadier. Ein kanadischer Holzfäller. Sowas in die Richtung. Besser gesagt, Kanadierin. Sicher sagen. So, hier, meine Lieben, geht an Steine kloppen. Und wir schalten wieder zweifache Geschwindigkeit. Sollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr durch ein Ding bauen? Ich glaube, ist nicht verkehrt. So Vegetable Farms bauen wir hier lieber noch zwei Stück. Weil ich habe so die leise Ahnung, dass das bei Weiben nicht reichen wird. Okay, Holz und Steine brauchen wir. Aber schon langsam regeneriert sich die Lucy wieder. Auch wenn nur sehr, sehr langsam. Aber gut, besser langsam als gar nicht. Peng, peng, peng. Sehr schön, steht die Farm auch. Können wir noch eine bauen? Können wir eigentlich die Workbench? Ne, die können wir... Draußen können wir sie nicht bauen. Wir können sie nur drinnen bauen. Holz brauchen wir noch. Mehr Holz wird benötigt. Dann... machen wir das gleich mal. Schön hier alles niederroden. Damit wir mehr Vorräte kreieren können. Mehr Vorräte generieren können. So, können wir eigentlich was forschen mit 54 Punkten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich können wir irgendwas forschen. Wie ich weiß, wir wollten zwar auf den Wasserbedarf gehen, aber mich würde es trotzdem mal interessieren. Eine Sägemühle. Könnten wir bauen mit 20 Forschungspunkten. Was gibt's noch? Bowmaking. Oh, einen besseren Bogen. Einen Kompositbogen. Und ein Combat Knife. Okay, First Aid. First Aid wäre gar nicht schlecht und das erforsche ich jetzt auch gleich. Weil First Aid ist, wir sehen sie an der Lucy, sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Da braucht jetzt nur irgendwie einen Gegner angreifen. Enemies approaching. You have spotted some creatures approaching your position.
They will attack soon, you better prepare. Ja, haben wir den Salat schon. Gerade richtig davon und dann passiert sowas. Es gibt's ja nicht. Es gibt's ja nicht. Man, du möchtest echt verrückt werden, aber. Wir bauen erst noch schnell eine Klapp. Haben wir noch eine Klapp auf Vorrat? Wir haben anscheinend noch eine Klapp auf Vorrat. Mal kurz langsamer machen. Ja, eine Klapp haben wir noch. Jeder ist hier gerüstet, gell? Ja. Dann soll aber die Lucy doch mal lieber. Soll die Lucy lieber Bogenschütze werden? So, du, meine liebe Lucy. Und du, Tom, machst jetzt einen auf Nahkämpfer. Dass, wenn wir wirklich angegriffen werden, dass wir hier vorbereitet sind. Bin sowieso gespannt, von wo die angreifen. Okay, es geht los. You are being attacked. Equip your survivors before combat. Defeat all attacking enemies. Ja, genau, ready. Okay, the hostile creatures near be eliminated all enemies in order to complete the mission. Gut, das kennen wir ja schon. Okay, drei Impen. Oder drei Imps. Ich weiß jetzt nicht, die Mehrzahl Imp. Mehr, ein Imp, mehrere Impe. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Hauptsache verteidigen. So, die Lucy soll sich hier mal gepflegt hinter die Steine verziehen. Und unser Nahkampftrupp soll da gleich mal ordentlich. So, dem haust du aufs Maul, dem haust du aufs Maul. Oh! Die haben es alle auf die Lucy abgesehen. Uiuiuiui. Eieieiei. Das können wir gar nicht brauchen. Schau, dass du schleichst. Okay, nicht querrennen, lieber gerade rennen. Komm, komm, komm! Puh, das war sehr knapp. Okay, geschafft haben wir's. Und wir haben wieder Schwefel bekommen. Ja, dann beenden wir an dieser Stelle die Folge von Judgment Apocalypse Survival Simulation. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, bis die Tage, euer Warhead. Ciao!